Herzlich willkommen zu Super Mario Maker. Ich bin der Gebirges und ich schaue mir heute die Top 3 des ersten Tags vom Mario Maker an. Denn ich habe mir gedacht, es gibt eine Sternrangliste, man kann einstellen, wie man es haben möchte. Woche, Tage oder Gesamt. Und da der erste Tag rum ist, habe ich mir gedacht, schaue ich mir die ersten drei Level mal an. Oder die drei Level mit den höchsten Bewertungen. Und teilweise sind da echt viele Sterne bei rumgekommen und viele Aufrufe generell. Vor allem bei Niramu, der insgesamt irgendwie drei oder vier Level in den... Ja, drei Level hat er in den Top 10 alleine. Auf Platz 1, 3 und 4. Aber ich möchte mich nur um die Top 3 kümmern und zwar fange ich mit dem Platz Nummer 3 an. Splatoon, Fragezeichen. Und ich bin gespannt, was da so auf mich, ja, was mich so erwarten wird. Oh, wow, 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 wow. Ah, cool. Ich bin ein kleiner Squid. Haha. Wie super ist das denn? Hat ein Amiibo-Dingens reingenommen. Ah, wie cool. Yay, eine Blooper. Test. Das ist ein Power-Up hier. What? Das ist wirklich cool irgendwie. It's a trap. Go up this way. Aha, da unten ist ein One-Up und unten gibt es nichts weiter. Okay. Interessant. Also, er hat quasi... Oh. Der hat dann einen Käfer reingepackt. Er hat quasi... Ah, oh, fuck. Blooper. Über Blooper. Neues Meta und so. I'm a spy. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Ich muss ja durch. Erk. Eieiei. Find interessant. Der hat das irgendwie Splatoon-artig gemacht. Aha. Und... dass man gegen Blooper kämpfen kann. Nur, dass man nicht wirklich gegen Blooper kämpfen kann. Hm, habe ich lange nicht mehr gehört. Cool. Das war das Platz Nummer 3. Finde ich interessant. Man sieht am Anfang natürlich nicht so viel, was das sein soll. Und er hat natürlich auch so viele Eggs bekommen, weil generell Splatoon ist beliebt. Und Miss Splatoon bekommt immer viele Likes und... hat mir gefallen. So ein Tintenfisch unter Wasser, ich meine, gewinnt doch immer. Sorgennöte, Bahnhof. Bahnhof. Im Hauptmenü befindest du eine Anleitung. Ja, super, Bahnhof. So, press right, run and enjoy von Pyro aus Spanien. Espanol. Auch eine Menge, 20.000 Likes bei nicht mal 100.000 Aufrufen. Cool. Ich sehe schon, da ist ein, ja, so ein Pilz mit einem Amiibo drin. Könnte irgendwas Interessantes sein. Was bekommen wir denn für eine Figur? Mario Kart? What? Ha. What? Es gibt ein Mario Kart? Das ist interessant. Diese Shell, ne? Oh, ich bin vor der Shell drin. Ui. Ah, da ist sie wieder. Er hat mich umgebracht. So ein Drecksack. Ich wusste gar nicht, dass es Mario Kart gibt. Das ist interessant. Und ziemlich cool. Ich würde mal gerne wissen, wie man den freischaltet. Naja, er hätte schreiben sollen, nicht press right run and enjoy, sondern press right drift and enjoy. Oder drive and enjoy. Holy Macaroni, was ist das denn für ein Level? Ah, werde ich mal später mal anschauen. Vielleicht finde ich es nochmal. Ziemlich langes Level. Wow. Aber hier geht es erstmal um die Top 3.
Und Platz Nummer 1 geht an Niramu oder Niramau, Niramu, mit seinem Don't Press Anything in Super Mario World. Woher er schon Super Mario World hat, keine Ahnung, würde ich gerne wissen, ich würde es auch gerne haben schon. Aber nichtsdestotrotz hat er damit 32.000 Sterne bekommen und 163.000 Aufrufe. Eine Menge Aufrufe und eine Abschlussrate von knapp 40%. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Wenn man nichts drücken soll, drücke ich nichts. Mal schauen, was passiert. Oh Gott. Oh Gott. Solch verrückten Level. Alter Scharede. Wetten, Yoshi stirbt? Natürlich stirbt Yoshi. Ah, er hat's überlebt. Cool. Respektabel Nummer 1. Ziemlich gut gelungen. Ziemlich gut gelungen. Bekommt natürlich von mir auch noch einen Stern. Und vielleicht mache ich daraus eine wöchentliche Serie. Man kann ja einstellen, dass es die besten Level der Woche sind. Oder mache ich eine wöchentliche Top 3. Spiele sie alle am Stück. Oder vielleicht noch eine Top 10, wer weiß. Wobei dann eher eine Top 5, weil könnten ziemlich schwere Level dabei sein. Und ich mag nicht unbedingt zu lange Parts haben. Auch wenn der Part jetzt momentan irgendwie nur 7 Minuten hat. Also mir jetzt gefallen die Top 3 und machen wir mal eine Honorable Mention und so. Don't Press Anything 2, sein zweites Level davon. Einfach nur mal anschauen und Spaß haben, zuzuschauen, was passiert. Fängt ähnlich an, aber in einem anderen Style. Meine Güte, ey, wie viel Feinarbeit man da drin haben muss. Wow. Ha! Er hat den Form ausgetrickst. Party! Da. Voll gut. So many colors! Ha. Cool gemacht. Wirklich cool gemacht, der Typ. Hat er wahrscheinlich ordentlich viel Zeiten verbracht vorher, weil er es irgendwie schon vorher bekommen hat oder so. Cool gelungen, cool gelungen. Hat mir gefallen und ich würde sagen, machen wir noch eine Honorable Mention für Platz 5. Damit wir einfach eine Top 5 rausmachen irgendwie. Don't touch these rooms. Oh, da sind eine Menge Goombas, so wie ich sehen kann. Bin mal gespannt. Von Molly aus Großbritannien. Was hast denn du zu bieten? I hate you. Send here if you are stuck. Da ist irgendwie so ein klingendes Geräusch drin. Ich weiß nicht, was das ist. Aha, du bist gemein. Eine Röhre, die nicht funktioniert. Okay. Neustart. Und direkt mal nach rechts rennen, sonst ist man automatisch tot. Und das ist fies. Ich komme hier nicht raus. Moment. Ah, ich weiß, was das klingende Geräusch macht. Ekelhaft. Und ich weiß auch, wie man hier durchkommt. Und zwar muss man ziemlich schnell sein und erstmal eine Stampfattacke machen. Verflucht. Das ist gemein, das macht man nicht. Kommt von mir keinen Stern. Uiuiuiui. So, Heberäuber an.
Pilz, ne? Ah, der ist notwendig. Ja, relativ einfach, aber effektiv. Hat mir soweit nicht wirklich gefallen, muss ich sagen. Es war... Ich mag nicht so Level, wo man automatisch am Anfang sterben kann, beziehungsweise das Level nicht beenden kann, wenn man groß wird. Das finde ich ein bisschen arschig, aber... Ja. Ja, man kann es machen. Kann man machen. Ist wahrscheinlich jetzt eines der ersten Level, die hochgeladen worden sind, deswegen interessant. Pyro schon wieder mit dem Automatic Epic. Ach, wieso was? Einfach nur, weil es Pyro ist und der auf Platz 2 ist schon. Schau mal an, was der so noch gemacht hat. Also wieder so ein Level, wo man automatisch rumgeschleudert wird. Was anders anfängt als das von den Franzosen. Okay. Okay. Wow. Also... Nix drücken und dann wird man hier rumgeschleudert und bekommt alle möglichen Items. Ziemlich cool. Ist da auf die Plattform da drauf? Ja. Runterfallen, dann runter. Jo. Ich bin auch gespannt, wenn ich diese Dinge endlich bekomme. Viele Sprünge, viele tote Goombas und viele tote Koopas. Like, Star. Like, Star and subscribe, wa? Mario Number One! Man kann sogar noch sterben am Ende. Voll gut gemacht. Level zwar beendet, aber man ist gestorben. Hat mir gut gefallen. Generell, diese automatischen Level sind ziemlich gut. Aber ich bin jetzt nicht unbedingt der große Freund von automatischen Leveln, wenn man sie selber spielen möchte und zeigen. Deswegen bin ich auf Woche 2 gespannt. Weil da bin ich mal sicher, da kommen nicht automatische Level rein, sondern ziemlich gute Level, die nicht unbedingt... Ja, die nicht unbedingt nur automatisch Level sind. So, aber die Top 10, beziehungsweise die Top 5, wie ich sie nennen werde, denke ich mal, sind ziemlich nett. Das sieht ekelhaft aus. Metroid Level, das werde ich mal privat spielen, vielleicht noch selber in eigenem Video. Und ansonsten würde ich sagen... Wäre das für die erste Ausgabe der Top 5 Mario Level im Super Mario Maker. Wenn es euch gefallen hat und ihr gespannt seid auf die nächste Woche oder selber Level einschicken wollt, die ich spielen möchte, soll, darf, dann schickt es mir ruhig in den Kommentaren eure Codes, die ihr gebaut habt, mit den Level, die ihr gebaut habt. Und ansonsten könnt ihr auch noch gerne den Leveln selber, wenn ihr das Spiel habt, einen Stern hinterlassen. Ihr könnt auch gerne dieses Video hier mit einem Stern hinterlassen. Also Daumen hoch. Ich hätte gerne wieder ein Sternesystem. 5 Sterne wären cool gewesen. Aber, ja, das wär's für die erste Woche des Super Mario Makers. Wenn es euch gefallen hat, könnt auch gerne abonnieren. Ich bin immer hier. Ich werde mir die Level anschauen, selber spielen und ich bin gespannt, was in den nächsten Wochen noch alles erscheinen wird. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt und Leute haben wahrscheinlich, die haben schon gesehen, die haben eine riesige Auswahl an Leveln vorbereitet in der Preview und sonstige Sachen, die sie machen konnten. Ja, und ich verabschiede mich von euch und sage bis zur nächsten Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.